Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Der FIFA-WM-Pokal, Mario Götze hat ihn und auch Schweini und Podolski. Im fußballbegeisterten Obsprunge steht er am heutigen Tag sogar in Überlebensgröße. Und in diesem Track, den der DFB als ein Dankeschön an seine Fans auf die Reise schickt, steht er sogar im Original zur Besichtigung, noch streng bewacht hinter verschlossenen Türen. Dass der DFB hier heute Station macht, ist kein Zufall. Der SV Obsprunge hatte sich bundesweit unter 800 Vereinen beworben, mit einem spektakulären Video 150 junge Fußballer des Sportvereins aus dem Salzkottener Ortsteil zeigten eine Choreografie von einer Drohne im Bild festgehalten. Das hatte beeindruckt. Der DFB, er kam zu einer Ehrenrunde heute vorbei. Mit der kompletten Nationalmannschaft, seinen 4 Sternen, und vergaß auch die alten Meister von 1954 nicht, darunter Jupp Posipal, Fritz Walter, der legendäre Toni Turek und der unvergessene Trainer Sepp Herberger. Obsprunge heute im WM-Pokalfieber. Heute auch ein großer Tag für den Präsidenten und dem Fußballobmann des Vereins. Ja, wir sind enorm stolz, vor allem deshalb, weil wir eine Menge Arbeit reingesteckt haben, also auch in die Bewerbung schon. Und allein bei der Bewerbung waren 150 Kinder mit ihren Eltern hier am Gelände. Was mich insbesondere aber auch stolz macht, ist, dass wir aus der ganzen Vorbereitung hier einiges mitnehmen können. Wir hatten so viele ehrenamtliche Helfer hier in diesen Tagen und Wochen, dass wir auch für die Zukunft daraus eine Menge schließen können. Und man sieht, dass Vereinsleben in Obsprunge funktioniert. Wir haben gute Fußballspiele gehabt mit vielen Zuschauern. Aber dies ist ein Event, was du nie mit dem Vorstand alleine stemmen kannst, sondern da brauchst du viele, viele Helfer. Und alleine heute sind 80, 90 Leute im Einsatz. Wir haben hier am Samstag mit über 80 Leuten gearbeitet und die letzten Tage auch, damit die Anlage tipptopp in Schuss ist. Ja, und für mich persönlich, dadurch, dass ich selbst 2 Wochen in Brasilien bei der Weltmeisterschaft war, schließt sich so ein bisschen so ein Kreis. Vor der noch verschlossenen Tür inzwischen eine Warteschlange. Nur wer dieses blaue Bändchen erworben hatte, durfte sich auf einen Ausblick auf den WM-Pokal freuen. Unter ihnen am heutigen Tag auch Prominenz aus der Welt des Fußballs. Einige von ihnen waren dem WM-Pokal sogar schon mal näher gekommen. Ich habe ihn schon mal gesehen bei mehreren Veranstaltungen. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei der WM-Auslosung für 2006 in Leipzig ihn einmal kurz berühren zu können. Es ist ein richtig schönes Gefühl. Und dass er jetzt hier in der Region ist, insbesondere dass er in Obsprunge ist, ist ein schönes Ereignis für den Verein, aber auch für die ganze Region. Und es ist ein Fußballfest und ja, da freue ich mich natürlich sehr mit. Doch, ist immer wieder was Besonderes, so nah bei diesem Pokal zu sein. Wenn man den einmal in Händen gehabt halt und wenn man das so live erlebt hat, wie um einen solchen Pokal gespielt wird, ist was Besonderes und muss ich sagen, da kribbelt es immer wieder. Auf dem Hühneknapp in Obsprunge steigt jetzt die Spannung. Die Vorfreude liegt geradezu in der Luft. Riesig groß. Ich habe sogar heute Nacht ganz schlecht geschlafen, weil die Vorfreude so groß war. Die Vorfreude ist natürlich groß, wenn man eine von 68 Städten im gesamten Bundesgebiet ist, wo wir die Ehre haben, den DFB begrüßen zu dürfen, ein tolles Fest zu machen und den Pokal auch livehaftig zu sehen. Ich bin natürlich total gespannt, wie das Ding in echt aussieht, wie groß der ist. Leider darf ich ihn nicht in die Hand nehmen, um zu gucken, wie schwer er ist. Ich freue mich tierisch darauf, weil ich finde, das ist für die Region und für den SV Obsprunge hier ein tolles Ereignis und die haben sich das verdient. Also ich habe den Pokal ja noch nie im Original gesehen, im Fernsehen zwar und bin auch interessiert, aber so ein Ereignis, so ein Highlight hat man nicht alle Tage und da bin ich schon ganz gespannt, wie er da nun wirklich im Original aussieht. Es ist soweit, die Türen öffnen sich und da steht er nun, der WM-FIFA-Pokal. Majestätisch thronend in einer Vitrine 36,8 cm hoch und 6175 Gramm schwer aus 18-karätigem Gold, Materialwert 141.000 Euro, der ideelle Wert unbezahlbar. Unbezahlbar für viele auch heute das Erinnerungsfoto.
Ja, bin sehr begeistert. Hätte mir nicht gedacht, dass es doch so toll ist, aber bin doch sehr froh, hier zu sein. So, der Eindruck war schon richtig cool und es hat halt richtig viel Spaß gemacht. Also es war halt sehr cool, den Pokal zu sehen, den halt alle Fußballer, fast alle Fußballer halt schon in der Hand hatten. Während sie ihn schon gesehen hatten, den WM-Pokal, mussten da draußen noch viele geduldig ausharren. Einen leibhaftigen WM-Pokal bekommt man schließlich nicht alle Tage zu sehen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.